So, da sind wir und weiter geht es mit Elden Ring. Yes, 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 hurra. Wir sind letztens hier in dieser Höhle reingefallen. Also wir haben die Höhle betreten, dann ist der Boden eingebrochen und auf einmal waren wir hier unten und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier wieder rauskommen, ne? Ja, müssen wir gucken, wie wir wieder rauskommen. Da sind jetzt noch zwei Ratten. Jetzt haben wir die Fackel, aber... Oh, okay, das brauchen wir jetzt nicht. Ist da noch mehr jetzt da drin? Was bewacht der da? Glühstein. Da. Und einmal die Geschichte. Da geht's auch noch runter. Was? Genau, da sind wir hergekommen, oder? Eine Rune. Was, das haben wir auch noch nicht, ne? Höhlenmoos. Alter, was du da alles sammeln kannst, echt. Seit 20 Stunden und wir finden immer noch was Neues. Goldene Rune. Hier geht es wieder raus, oder was? Ah, da ist die Marika. Das ist bestimmt da unten so ein Boss oder sowas, ne? Alter. Nein! Ey, da sind wir runtergefallen. Da waren wir oben, ne? Ich gehe mal kurz den Weg. Da war eine Schatzkiste. Springen wir mal. Alter, ey. Eingelegter Schildkrötenhals. Drei Stück. Ja, das war der Anfang, ne? Ort der Gnade und dann ging es da weiter runter. Okay. Es gibt kein Zurück. Da hatten unten? Bestimmt, ne? Silbernes Glühwürmchen. Kein Bären, bitte, echt. Geht's da weiter? Das wird übel. Ich hab gesagt, das wird übel. Du
Blutungsschaden macht, Herr was? Lass mich doch mal bitte aus der Ecke raus. Alter. Guck mal, wie wenig Schaden ich hier mache. Also gegen Bären, Alter. Keine Chance. War auf den aufgeladen, aber der macht nichts. Ja, wir sind tot, ne? Heil dich! Und da ist noch ein Boss? Was? Ich mir gerne noch mal angucken. Ach, die leben jetzt alle, ne? Nein, stimmt. Warte, wo war das? Ich sehe gar nichts, ich komme ja gar nicht durch. Ich bin schon wieder tot. Das war... Ach ja, das war ja die fette, ne? Das war ja die fette Ratte. Also so spielt man nichts Elden Ring. Einfach durch. Das wollte ich nur noch mal sagen. Da, die Fettratte, die will ich markieren. Klein jetzt, warte, heilen, heil ich mal. Feier. Da kommen die Kollegen. Schon ein paar Segen gehabt hier, ne? Ah, doch nicht so viel. Okay. So, erstmal sehe ich nichts. Wo müssen wir jetzt nochmal lang? Hier? Hier kann man Glühwürmchen farmen. So, jetzt kommen wir direkt hier zum Boss, ne? Da hinten. Ach so, ich dachte, das war noch so ein anderer Boss. Ah, okay. Schon tot, Alter. Der ist so over. Oberscheiße. Scheiß Runenbär. Okay.
Okay, jetzt wissen wir, was hier ist. Und vielleicht kommen wir irgendwann mal wieder. Aber jetzt ist momentan erstmal nicht. So, alles klar, haben wir die Höhle auch gesehen? Weiter geht es. Ganz schön versteckt war die, ne? Genau. So, sind jetzt hier ja die zwei Verrückten auch noch da? So, wo sind wir denn hier überhaupt? Echt? Das würde ich gerne mal wissen. Aha, da ist das, ne? Da ist die Höhle. Das war das mit dem Rätsel. Einfach jetzt geradeaus. Einfach so geradeaus. Warte. Nein. Den und den. Was ist das denn hier? Ist das jetzt so ein Rätsel? Jetzt geht das nicht mehr. Das haben wir noch gar nicht abgecheckt hier, ne? Waldruine der Halbmenschen. Ist hier was Tolles bei euch? Oh. Das ist der Halbmenschen-Oberboss, ne? Warte, machen wir mal so einen kurzen Test mal. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Waren das jetzt nur zwei Adamblättern? Jetzt haben wir die alle hier am Hals. Da geht's hoch, ne? Genau, das wollte ich mal testen mit dem Boss. Was ist das denn für einer? Was bist du denn für einer? Nur Verrückte hier im Spiel. Und hier geht's wandern. Okay. Das Mausoleum wandert und wiegt den seelenlosen Halbgott in seinem Inneren. Wie das aussieht, wenn der Sprungangriff nicht funktioniert.
Pilgerkirche, okay. Aber ich frage mich, warum bei manchen steht, dass wir mit Melina sprechen sollen, ne? Spoken echoes linger here. Words of Queen Marika, who vanished long ago. Ah, erzählt was zum Ort. I will share them with you. Ich habe jetzt kein Interesse. Of course. Perhaps there is no need. Tell me if you should change your mind. Ich weiß halt nicht, was sie wollte, ne? Aber ich wollte das hier haben. Das ist bestimmt was Tolles. Wenn in jeder Kirche ist was Tolles, ne? Das ist eine heilige Träne. Cool. Ich wusste, dass das was Tolles ist. Eine heilige Träne ist nämlich... Wir haben unsere Flaschen, unsere Heilflaschen jetzt auf plus 1. Damit konnte man die verstärken, ne? Flaschen verstärken. Heilige Träne. Wurde erhöht. Siehst du, jetzt haben wir... Geil. Jetzt haben wir plus 2. Ha! Plus 2. Geil. Ist das eine coole Dark Souls Welt geworden, ne? Wir sind jetzt quasi da, wo wir angefangen haben, nur etwas weiter tiefer. Jetzt sehen wir diese schöne Kulisse halt von hier unten. So cool, ey. So cool die Welt gemacht. So gelungen, dieses Open World. Kann er da ja auch irgendwie runter, ne? Sehr geil, ey. Wir haben Stufe 2, plus 2. Haben wir jetzt. Das testen wir mal mit denen hier. Oh, da ist ja so ein Geist, ne? Vergoldeter Eisenschild? Was? Das finde ich ja immer supi. 100%. Ah, das ist nur 69%, hält das aus, ne? Also lässt es durch. Ne, hält es ab. Es hält 69. Und den Rest lässt er durch. Wir bleiben bei unserem Schild. Ist die Schild. Cool, ne?
Das war's jetzt hier, ne? Wie auf so einen Hügel drauf, einfach. Ist der Baum, ne? Da echt, das ist so. So, was sagt die Map? Ah, das wäre dann dieser Bereich, okay. Das waren die Waldruinen. Da, 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 da. Mal dann hoch zum Berg, zum Baum. So, zeig uns die Welt. Was passiert? Ah, da taucht ja wieder auf, ne? Einmal untersuchen. Dafür absteigen. Ja, das sagt immer dasselbe, aber da zeigt diese Richtung. Da ist auch sowas wie so eine Kirche oder. Was ist das Fette da? So, geh mal runter, geh mal gucken. Kannst du von hier runter oder ist das hier wieder gesperrt? Okay. Was bist du denn für einer hier? Denkst du, du bist ein ganz starker, wa? Der gibt nichts mal. Nicht mal was Tolles, echt. Hätte ruhig mal was Tolles geben können. Okay, wir wollten da in diese Richtung. Das nehme ich alles mit hier. Dann nehme ich euch auch mit hier. Fünf Runen geben die, ne? Da haben wir noch ein paar Wölfe. Wir müssen eine Pause machen hier, ne? Genau. Geben wir noch ein paar Knochen. Alles klar. Dieser wunderschönen Aussicht sage ich danke und bis gleich. Ciao, ciao.